Yo, servus Freunde und willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier von mir. Ich bin's mal wieder, ich lebe noch nach, ja, jetzt auch schon wieder einer echt langen Zeit. Ich kann es jetzt noch gar nicht sagen, weil ich nicht weiß, wann das Video online kommt. Ja, nehme ich jetzt wieder mal ein Video auf. Ich habe richtig Bock, ich habe ja im letzten Video schon gesagt, dass ich ja hier nicht so viel zum Motorradfahren komme, beziehungsweise, dass ich eben auch, wenn ich Motorrad fahre, auch oftmals alleine fahren möchte, einfach um das zu genießen hier und dann kein Video aufnehme. Aber ich habe heute was richtig, richtig Geiles vor und deswegen dachte ich mir, komm, es wird mal wieder Zeit, ein neues YouTube-Video aufzunehmen. Außerdem ist es so, dass ich auch nur noch 3 Wochen oder zu diesem Zeitpunkt jetzt 2,5 Wochen hier auf Korsika bin. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob ich noch mal ein Video hier aus Korsika aufnehme oder ob das vielleicht das letzte Video hier ist. Muss ich einfach mal schauen, wie ich Bock habe, wie das Wetter sich jetzt auch entwickelt. Die ganze letzte Woche war das Wetter echt nicht so geil. Und da konnte ich ja auch gar nicht Motorrad fahren. Also es wäre schon gegangen so, aber es hat auch öfter mal geregnet. Und ja, war auch deutlich kälter als jetzt und war auch mega windig. Aber heute hat sich auf jeden Fall wieder mega angeboten. Ich habe heute auch frei, deswegen ja, habe ich heute auch Zeit und genau, habe heute, wie gesagt, einfach wieder Bock, eine Runde Motorrad zu fahren. Ihr habt es wahrscheinlich sowieso schon im Titel gelesen und ich habe es da wieder reingeschrieben. Deswegen muss ich das jetzt auch gar nicht so spannend machen, aber was wir eben heute im Video machen werden, wir werden meine EXC das erste Mal, Freunde, also wirklich, ich bin die vorher auch noch kein einziges Mal ohne DB-Killer gefahren. Also wir werden gleich zu einem ganz geilen Spot fahren und genau da dann den DB-Killer mal rausbauen. Ich hoffe, dass nicht allzu heiß ist. Ist natürlich taktisch nicht ganz so schlau, jetzt erst irgendwo hinzufahren und dann zu merken, dass man den DB-Killer rausbauen möchte. Aber naja, ich möchte auch so ein bisschen den Vergleich haben, dass wir uns jetzt erst einmal ohne DB, mit DB-Killer anhören können und dann auch ohne DB-Killer. Und wir starten direkt erstmal rein mit dem ersten kleinen Wheelie hier, würde ich sagen. Yo, let's go! Ach ja, wie ich es vermisst habe. Oh, jetzt hier um die Kurve rum. Let's go! Sehr, sehr geil. Also, wir werden gleich auf jeden Fall den DB-Killer rausbauen, wie ich es gerade schon gesagt habe. Und dann werde ich hier das erste Mal mit der EXC ohne DB-Killer fahren. Ich glaube, das bietet sich hier auf Korsika einfach auch mega an. Weil, ganz ehrlich, hier juckt es einfach wirklich gar keinen, wie man rumfährt. Also hier ist jeder kleine Roller getunt. Die ganzen 15-jährigen Leute mit ihren, ich weiß gar nicht, das sind so Mini-Motorräder mit so kleinen Reifen. Keine Ahnung, wie man die nennt. Die ballern hier auf jeden Fall lang und die sind so unnormal laut. Also das ist krass, da bin ich mit einer EXC hier echt so leise unterwegs. Und genau, ich glaube, das juckt hier einfach keinen. Da kann ich das dann auch mal für einen Tag machen. Ich habe die EXC bis jetzt einmal ohne DB-Killer gehört und das war, als ich den Acra eben dran gebaut habe. Da hatte ich auch schon gesagt, dass es hier eben 2 verschiedene DBKs gibt. Also einmal so einen mit so einem Sieb auch drin, der auch, ja, noch irgendwie ein bisschen leiser ist und dann halt den normalen, den ich jetzt drin habe und dann kann man den eben auch komplett rausbauen. Ja, und das werden wir heute jetzt eben mal machen. Ich habe richtig Bock da drauf, weil wie gesagt, ich habe die noch einmal im Stand gehört und da war die schon so krass laut und das war einfach, ja, einfach richtig geil und einfach, weil viele auch immer schreien, yo, warum hast du denn hier kein FMF geholt? Freunde, ich kann euch sagen, der Acra ohne DB-Killer ist auch so krass, also das ist auch heftig auf jeden Fall. Ja, da könnt ihr euch wie gesagt drauf freuen, das wird gleich auf jeden Fall sehr krass werden. Ich hoffe mal, dass es auf der GoPro auch so geil rüberkommen wird, weil auf Instagram ist es auch immer so, wenn ich eine Story von meinem Auspuff mache, das hört sich immer an wie eine 125er gefühlt, aber es stimmt einfach nicht. Genau, also mal schauen, aber ich habe auf jeden Fall richtig Bock, ich bin sehr gespannt, wie es sich anhören wird und ja, ich meine, gönnt euch einfach mal wieder das Wetter hier, die Aussicht, das ist einfach so krass hier zu fahren und ich kann mich einfach nicht dran gewöhnen und ich will mich auch nicht dran gewöhnen und ja, macht einfach so Spaß. Einen geilen Coaster hinlegen. Let's go, Freunde! Oh Mann, ich hab's so vermisst! Oh yes! Ach ja, herrlich. Und was das Geile ist, ich habe jetzt auch
vor einer Woche erst einen Ölwechsel gemacht. Das heißt, das Öl ist auch komplett frisch. Das heißt, wir können auch gleich noch mal ein bisschen ballern. Genau, aber ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich jetzt gar nicht mehr so lange hier bin. Also jetzt, genau, zu diesem Zeitpunkt eben noch 2,5 Wochen. Wenn das Video rauskommt, vielleicht nur noch eine Woche oder vielleicht bin ich dann auch schon wieder in Deutschland. Ich weiß es gar nicht. Ja, aber dann geht die Zeit hier einfach auch schon zu Ende, weil mich da auch immer viele fragen, wie lange ich denn noch hier bin. Und ja, krass. Also ich war dann 4 Monate hier auf Korsika. Ich habe hier mein FSJ bzw. so ein Praktikum gemacht, also hier auch gearbeitet und eben auch gelebt für die Zeit. Und ja, ich muss sagen, also wenn ich das jetzt schon mal so rückblickend sagen kann, obwohl es eben noch 2 Wochen sind, dass es echt die beste Zeit in meinem Leben war. Also es war wirklich, wirklich richtig geil. Ich habe ja dieses Jahr mein Abi gemacht und hatte einfach keinen Bock, dann direkt anzufangen. Ja, irgendwie direkt Ausbildung oder Studium oder was auch immer, sondern wollte einfach nochmal weg. Ich muss sagen, ich freue mich aber auch ein bisschen auf zu Hause wieder, mit meinen ganzen Jungs wieder am Spot zu fahren und einfach wieder viel Motorrad zu fahren. Genau, aber in Deutschland ist das Wetter ja leider nicht so geil, deswegen kann ich auch nicht sagen, wie viele Videos jetzt wieder in Deutschland kommen werden. Ich habe mir allgemein nochmal so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie es jetzt weitergeht mit YouTube und ja, bin da auch einfach zu dem Schluss gekommen, dass ich das gerne so weiter behalten würde, dass ich einfach nur Videos mache, wenn ich auch wirklich Bock darauf habe, wenn ich gerade am Fahren bin und nicht auf Krampf irgendwie jede Woche ein Video hochlade, weil einfach nur, weil ich es muss oder weil ich es möchte oder weil ich mich da selbst unter Druck setze, weil ich glaube, dass es mir dann auch auf Dauer echt den Spaß nehmen kann an YouTube. Und da jetzt auf Krampf im Winter bei minus 5 Grad zu fahren, muss ich sagen, habe ich auch einfach nicht so Bock drauf und ist auch einfach nicht so geil mit der EXC und tut ja auch nicht so gut, deswegen ja, muss ich da einfach nochmal schauen, aber ich kann euch sagen, es wird auf jeden Fall weitergehen, in was für einer Form auch immer, ob es jetzt vielleicht auch dann mit Twitch losgeht, wenn ich wieder zu Hause bin, da müssen wir einfach alles mal schauen, aber genau, das wollte ich euch auf jeden Fall auch nur noch mal kurz sagen, dass ich jetzt eben nicht mehr lange hier bin und dann wieder in Deutschland bin. Geil, habt ihr die Supermoto gesehen? Ich glaube, das war eine Fantic. Geil. So, und ab jetzt kommt hier mal eine ganz geile Straße, wo wir auch mal ein bisschen ballern können. Yeah. At this moment that he knew he fucked up. Jo, war da einfach gerade die Polizei? Wenn ja, haben wir auf jeden Fall gleich ein Problem, weil dann verfolgt ihr uns jetzt auf jeden Fall. Also schnell weg hier. Aber die kommen sowieso nicht hinterher. Go! So, wir fahren jetzt hier mal rechts ran und dann bauen wir hier jetzt gleich mal den DB-Killer aus. Oha, war das eine geile Auffahrt. Crazy. Es macht so Spaß. Ja, ich mache das Bike jetzt aber mal ganz schnell aus, weil es ist nämlich so, dass ja, der DB-Killer jetzt wahrscheinlich wirklich sehr heiß ist und wir den erstmal abkühlen lassen müssen, bevor ich den rausnehmen kann. Aber trifft sich eigentlich ganz gut. Ich wollte sowieso noch eine kleine Pause machen. Irgendwie fühle ich mich die ganze Zeit beobachtet, weil da oben irgendwelche Leute von der Bundeswehr oder so sind.
Ja, aber egal, wir bleiben hier trotzdem mal stehen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was es hier ist. Ist das irgendein Stützpunkt oder so? Naja, kein Plan. Genau, aber was ich auch noch machen wollte, jetzt noch einmal einen kurzen Soundcheck, wie sich das Bike mit dem B-Killer anhört, damit ihr euch das einfach auch ja mal vorstellen könnt. Genau, das heißt, wir lassen die jetzt einfach mal im Stand laufen und ich drehe dann einfach ein bisschen hoch und dann, genau, können wir das gleich, glaube ich, auch ganz gut vergleichen. So. Na, ich hätte das Bike auch anlassen können. Perfekt. So, dann machen wir das Bike mal an. Boah, ich muss sagen, das Bike ist auch echt ganz schön dreckig. Ach ja, aber es sieht einfach nur crazy aus. Also, dann mal zum Sound. Ich lasse jetzt einfach nur mal so im Stand laufen. Ihr hört, man hört tatsächlich gar nicht so viel. Es ist wirklich, wirklich nicht laut, so im Stand. Genau, die ist ja eben auch noch gedrosselt und hat auch noch ein paar Sachen, warum die eben leiser ist. Zum Beispiel hier die Motorabdeckung, die sorgt dafür, dass weniger Geräusche eben durchkommen. Und deswegen ist sie jetzt im Stand, wenn man die so hört, wirklich nicht laut. Ich kann auch noch mal mit dem Mikro ein bisschen näher rangehen. Aber es hört sich schon geil an. Also der Sound ist auf jeden Fall viel besser als beim O-Report so im Stand. Aber ich würde sagen, den größten Unterschied macht es eigentlich erst, wenn man hochdreht. Und das können wir jetzt auch einmal machen. Also ich rev mal ein paar Mal und versuche mal ein bisschen leise zu sein und dann ein bisschen näher dran zu gehen. Leider hört man es beim Fahren eben nicht so gut mit der GoPro, aber ich hoffe vielleicht jetzt im Stand. Ich kann es nochmal machen. Ist schon echt sehr, sehr wild. Vielleicht können wir einmal auch in ja, Begrenzer gehen, dass ihr das auch einmal gehört habt. Ich habe gerade einmal kurz die Öltemperatur geguckt, aber es sollte auf jeden Fall gehen. Also gehen wir einmal kurz in Begrenzer. Boah, ich fühle mich die ganze Zeit so beobachtet von da oben. Aber naja, scheiß drauf. Also einmal kurz in Begrenzer, let's go. Geil. Also jetzt mache ich die EXC aus. Lass sie ein bisschen abkühlen und dann bauen wir gleich den DB-Killer raus. Wir sehen uns dann wieder und dann ja, haben wir hoffentlich einen anders kranken Sound, der nochmal um einiges mehr reinballert. Also bis gleich. Ja, ich habe jetzt gerade schon mal die Schraube entfernt und wir haben jetzt hier die Zange in der Hand und können den DB-Killer endlich entfernen. Oh Mann, ich bin so gespannt, wie es aussehen wird. Also hier. Oh ja, da ist er draußen. Let's go! Oh Mann, was ein Teil. Krass, ne? Der ist aber auch... Der ist echt fett. Also das muss man wirklich sagen, ne? Man kann da zwar so durchgucken, aber... Das ist schon echt ein fettes Teil. Ich lege ihn mal hier auf den Rucksack drauf. Und jetzt gönnt euch mal bitte allein die Optik davon. Es sieht so krass aus. Oh Mann, ich bin auf den Sound ja so übelst gespannt. Ich hoffe, das schallert jetzt richtig rein. Und ich hoffe vor allen Dingen, dass ihr das jetzt auf der GoPro auch hören könnt, wie der Unterschied ist. Also wirklich, es ist jetzt das erste Mal oder das zweite Mal, dass ich die jetzt so im Stand ohne DB-Killer höre. Aber das erste Mal, dass ich wirklich damit fahre. Also vielleicht wird es auch absolut viel zu laut sein. Aber ja, ich würde sagen, wir schmeißen das Bike jetzt erstmal zusammen an und hören uns die Karre jetzt erstmal im ja, Leerlauf an und dann ja, drehen wir gleich einfach eine Runde. Also, let's fetz, würde ich sagen. Puh. 3, 2, 1, okay, wir lassen das Auto noch kurz vorbeifahren, damit wir hier auch die volle Soundkulisse gleich hören. Oh Mann, das wird ballern. Also 3, 2, 1, let's go. Ja, ich muss sagen, im Stand bin ich gerade ein bisschen enttäuscht. Aber wie gesagt, die war ja gerade mit dem B-Killer im Stand auch übelst leise. Ich kann trotzdem noch mal ein bisschen näher rangehen. Boah, krass, doch, wenn man aber näher rangeht, dann ist es schon echt deutlich, deutlich dumpfer. Also, let's fetz, die ersten Rev-Bombs ohne DBK. Junge, ist das krass! Junge, WTF, was geht hier ab? Junge, ey, ich bin gerade sprachlos. Freunde, ich bin gerade sprachlos, wirklich. Bitte, bitte kommt das auf der GoPro so rüber. Ich gehe jetzt nochmal näher ran und halt einfach nochmal meinen Mund, damit ihr es nochmal einfach genießen könnt.
Junge, ist das krass. Also, ich schwinge mich jetzt gleich aufs Bike drauf und dann fahren wir hier mal eine Runde. Ich denke mal, wir knallen hier einmal den Berg hoch und runter oder so. Aber das wird auf jeden Fall ganz krass werden. Schreibt es jetzt schon mal in die Kommentare, wie ihr den Sound ohne DB-Killer findet. Also ich muss sagen, ich kann es eigentlich jetzt schon sagen, dass es zu laut sein wird. Das hört sich jetzt so dumm an und ich bin wirklich auch kein Mensch, der sagt, wenn die Motorräder jetzt ein bisschen zu laut sind, damit kann man nicht fahren. Aber das ist einfach zu krass. Also da kriegst du nach 2 Minuten Kopfschmerzen und du belästigst wirklich alle Leute. Aber so für hier mal eine Runde fahren, wo es sowieso kein Schwein juckt, auf jeden Fall ultra geil. Und für einen Spot auch, wenn man irgendwo dann fahren kann. Crazy. Also, ich kann es echt kaum mehr abwarten. Ich mache mich jetzt noch kurz ready und dann fahren wir eine Runde und dann geht's los. Bis gleich. Ja, der Zeitpunkt ist gekommen. Wir drehen jetzt meine erste Runde mit der EXC ohne DB-Killer. Ich bin richtig aufgeregt, aber hab mega Bock. Und ja, hoffe einfach, dass es auf der Kamera so rüberkommt. Ich habe gerade auch nochmal ein paar Videos für Insta aufgenommen. Es kommt auf der Kamera einfach nie so rüber wie in echt. Das ist so schade. Aber naja, was soll man machen? Ich bin auch mal gespannt, wie die sich fährt. Ob die jetzt irgendwie mehr Leistung hat oder weniger. Ob man da irgendwas spürt. Aber ja, ich laber nicht lang. Ich hoffe, ich habe hier nichts vergessen. Und wir geben dann mal Gas. Boah, das hört sich schon im Stand so geil an. So, let's go. Wow. Junge, was geht hier ab? Ist das laut? WTF, was geht ab? Und gönnt euch mal die Straße. Also, let's go. Die Frage ist halt, ob die jetzt auch Fehlzündung spuckt, ne? Ey, ist das krass. Das ist echt. Das kann man echt, das kann man nicht in Worte beschreiben. Das ist so ein krasser Sound. Ich bin gerade einfach ein bisschen sprachlos, weil ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Ey, das ist so krass, wie sich das anhört. Einfach nur crazy. So, was ich jetzt immer noch mal ausprobieren wollte, ist das Bike einmal in Begrenzer zu hauen. Wir drehen jetzt hier auch mal um und fahren dann wieder da hoch. Ich habe mich auch Bock drauf. Aber was wir jetzt machen, wir geben jetzt einmal Gas, ich würde sagen im dritten Gang, und hauen das Bike einmal im Begrenzer. Ich will das unbedingt mal hören, wie sich das jetzt ohne den Winkler anhört. Also, dritter Gang, let's go. Einfach nur krass. Wobei man krass merkt, dass die oben rum so krass abgeregelt ist. Also da wird der echt komplett der Saft abgedreht. Aber trotzdem crazy. Es macht so Bock. Also echt krass. Als kleines Fazit kann ich auf jeden Fall sagen, für den Alltag ist es ist wirklich einfach zu laut. Hört sich jetzt doof an, aber so kann man wirklich im Alltag nicht fahren. Man kann es, wie gesagt, mal ab und zu mal am Spot oder wenn man jetzt mal wo ist, wo es wirklich keinen stört, wo man einfach mal ballern möchte und ballern kann auch. Aber sonst ist es wirklich einfach zu laut und in Deutschland ja sowieso. Also da kann man es vergessen. Da fährst du mit keine 2 Meter und
hast dann irgendwie die Cops hinter dir und dann ist halt vorbei. Ich hoffe auf jeden Fall mal, dass das Video euch gefallen hat. Ich hatte einfach mal Bock, das jetzt endlich mal zu machen und dann natürlich auch darüber ein Video zu machen. Falls ja, dann lasst dem Video unbedingt mal einen Daumen hoch da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst dem Kanal gerne ein Abo da, falls euch das Video gefallen hat. Aktiviert gerne die Glocke und gebt dem Video, wie gesagt, einen Daumen hoch. Schreibt mir gerne Fragen oder andere Sachen in die Kommentare, was ich noch machen soll mit der EXC hier. Falls ihr irgendwelche Wünsche habt. Ich bin in den Kommentaren immer aktiv. Freue mich über jeden von euch, der da auch aktiv ist, mit euch zu schreiben. Also, haut rein. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag, wann ihr auch immer das Video seht. Und bis dann. Ciao, ciao.